Jetzt kommt noch Kapitel 7 und 8 und ja, dann haben wir das Level auch schon geschafft. Und natürlich die 100 Münzen Challenge, ja. Ich hoffe, das klappt diesmal ein bisschen besser wie beim letzten Mal, wo ich natürlich kurz vor Schluss, wo ich die Münzen hatte, dann draufgehen musste und ich erst nochmal machen musste. Ja. Aber darüber will ich jetzt nicht nachdenken. Und wir werden jetzt hier weitermachen. Mario, ach so. Mario Morgana ihm nach. Jetzt müssen wir noch Mario Morgana jagen. Hat er immer so einen Stab gehabt? Mario, was machst du da? Gib auf, Mann! Mann! Du bist ein fieses Arschloch, ey! Jetzt habe ich ihn jetzt aus den Augen verloren, aber. Und jetzt hinten lang? Haha, verflixt ist noch nicht vorbei! Hui! Ne, jetzt sind wir drin. Das war auch relativ easy. Den zu fangen ist eigentlich nicht schwer. Das ist leicht. Auf wann bitte kriege ich mal Yoshi? In der zweiten Hauptwetter, da gibt es auch eine Mission, die ich noch nicht machen könnte, weil ich Yoshi noch nicht habe. Und bis jetzt habe ich ihn immer noch nicht. Da muss ich doch irgendwo rumtreiben. So, eine Welt noch. Dann haben wir die nächste Oberwelt hier geschafft. So, Mario. Und... mit Style. So, was ist die letzte? Ah, beziehungsweise eine Welt muss ich dann noch... Oh, welche Welt ist das, wo du jetzt hier... ohne dein, Apparatur hier, die roten Münzen sammeln musst? Ist das mit dem Sandvogel? Da irgendeine muss man ja nochmal machen. Wer weiß. Auf jeden Fall erstmal das Wassermelonen-Festival. Nächste Kapitel. Was muss denn da machen? Wassermelonen sammeln oder wie? Hä? Was ist das denn, ey? Frag mal hier, Mr. Dude hier. Das Wassermelonen-Festival ist eröffnet! Warum muss ich hier stehen? Ich hätte lieber einen Cocktail. So, wo stehen die? Sind die denn hier alle? Wo sind die denn hin? Da hinten noch, ne? So, was erwartet mich denn hier? Die Kiddies wissen nie Bescheid. Hallo? Dieses Jahr nehme ich nicht am Wettkampf teil, sorry. Ich möchte nur hier sitzen und meine Wassermelonen essen. Was soll ich hier machen? Hallo? Der Typ da hat mich zum Wetten gedrängt und ich habe verloren. Dann haben wir die Wassermelonen getauscht. Meine war viel größer, so ein Fiesling. Du hier oder was? Wie sieht's aus? Meine ist die größte, oder? Stimmt doch. Ich hab den Sieg so gut wie in der Tasche. Heißt das, ich muss eine Wassermelone holen, die größer ist? Wo
Rolle deine Wassermelone über den Pier zum Cocktailstrand. Ole, ole. Verdiene euch, was muss ich jetzt machen? Das Wassermelonenfestival ist bald vorbei. Beeilung, schnell. Viel Glück und ole, ole, ole. Ach, das war einer. Boah, macht ja das kompliziert, ey. Als ob die jetzt kaputt geht. Jetzt lassen wir in Ruhe. Dann die kann ich ja nicht mehr. Na, ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die Wassermelone hier durchzukriegen. Was ist das denn? Ach, och du Scheiße. Ich verstehe schon. Ach du liebe Jüte, ich muss das hier rüberräumen bis dahinter. Ach du Scheiße, ey. Von einem Geschicklichkeitsspiel hier. War jetzt eigentlich nur gerade, oder? Ich hoffe, mit Tempo ist das hier nichts zu tun. Dann habe ich keine Chance. Was? Oh nein, die ist viel zu klein, winzig, also wirklich. Ich denke, einer von den dreien dort drüben wird gewinnen. Halt! Der stand da drinnen. Achso. Muss ich von einer von denen nehmen? Aber welche davon ist jetzt die größte? Der hat so gesagt, er hat die größte, aber ich glaube fast die hier. Kann ich die nehmen, ja? Die kann ich doch gar nicht nehmen. Hä? Rolle? Ja. Hä? Wo gibt es denn noch ein Game? Bestimmt ganz hinten, wetten? Warte mal, Schild lesen. Er lässt sich dran springen und lesen. Sandkap, das war's immer ein Festival. Ich hab doch keine andere noch. 100% ich war ganz hinten und ich muss die bis hier vorrollen. Da, die. Ach, das ist sowas, das mit Jungen Yoshi machen. Hier, die ist doch groß genug, oder? Die hätte auch kaputt. Ja, die hätte ich jetzt gesagt. Alter, du bist doch für... Darf ja an gar nichts kommen, ey. Nein! Alter, wie fies ist das, ey? Auch hier, komme ich vielleicht hier lang? Ich sehe da mal entfernen, ja, das wird das nicht. Ich sehe das! Nein!
Wenn es die nicht ist, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Du hast ab. So. Ja, die ist auf jeden Fall viel größer. Huiuiui. Man muss ja wenigstens nicht bis ganz hinten nach hinten rollen. Wenn es die nicht ist, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht welche. Oh, ganz gerade. Hm, nun nicht schlecht, aber auch nicht gut. Die ist auch nicht größer als eine... Welche will der denn? Ich kann doch die... Die brauchst du auch nicht. Ich habe ja gesagt, die ist ja in der hintersten Ecke. Und die sind... Das ist nicht möglich, ey. Ihr seid doch wahnsinnig. Aber bloß nicht da hinten auf der Insel da, oder? Da sehe ich irgendwas nicht. Nee. Wo denn bitte schön? Die kann aber nicht da irgendwo oben liegen. Wenn ich so rumrolle, dann jetzt ist doch gleich kaputt. Immerhin verschwinden die, die ich die schon hatte, aber wo? Wo soll bitte schön eine sein? Oh, da habe ich eine andere Düse. Was denn jetzt? Wo und das sind? Erdbeben, ja. Nein, warum komme ich denn da nicht hoch? Ich kann da hochklettern, oder? Ja. Warum nicht? Mensch, du... Nimm die Düse! Jetzt. Vielleicht brauche ich die, um jetzt irgendwo hochzukommen, aber was? Ich weiß auch immer noch nicht, wo die sein soll, Mann. Mann, lass mich in Ruhe! Lass mich! Mann! Ich weiß nicht, wo die sind, Mann. Moment, komme ich vielleicht in, oder nicht irgendwo in den blauen Münze hier? Was ist denn? Ja, leichter. Weiß ich zwar immer noch nicht, wo die verdammte Melone sein soll, aber. Was ist denn das für ein Scheiß? Ey, was ist mit euch los, Junge? Die nerven mich alle. Wo soll die verdammte Melone sein? Nee. Das ist nicht deren Ernst. Mann, wie kann das da hoch? Ich hab, als ob ich sie wusste, aber als ob ich sie gewusst habe, Mann. Als ob, ey.
Hier ganz oben. Wie soll ich denn die hier alle runterkriegen? Die Jetterclub. Hä? Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll. Muss ich hier den Weg... Muss ich hier diesen Weg lang? Jetzt rollt's runter. Kann ich es doch hier runterrollen? Nein, du blöder Bastard, Junge! Du dreckiger Bastard, ey! Ich muss ja das Wasser holen, ey. Wie soll ich die denn hier... Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, Alter. Den will ich runter, ist auch scheiße, oder? Rollert sie mich da auch weg? Mann, ja! Boah, das wird noch raus und das wird... Krass, und den besser fetten? Auf dem Steg fällst du mich denn ins Wasser? Rollt sie wohl doch runter, ey. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Das ist lächerlich jetzt hier, was hier passiert. Oh, das zieht den Part oder so lang, ey. Die Scheiße hier. Oh, Mann, ey. Ich würde ihn versuchen, hier oben zu lassen, eigentlich. Das schaffst du wirklich auch nicht. Schaffst du nicht. Schaffst du nicht. Oh, die auch nicht töten kann, ne, die scheiß Viecher. Beeilung. Du lässt das Ding da stehen, ey. Oh, so jetzt ganz. Ganz vorsichtig, Alter.
Kein Schritt zu schnell. Kein Schritt zu schnell, Mario. Muss ich mich jetzt konzentrieren, ey. Genau, du machst es gut, Mario. Genau, du machst es gut. Gut. Den kleinen Schritt, genau. So, jetzt einfach nur geradeaus. Einfach nur geradeaus. Komm mal da. Nicht so schräg. Gut. Geradeaus. Yes! Wow, das ist eine Megamelone, wie ich noch keine sah. Da muss ich nicht den Schiedsrichter bemühen. Du siegst. Oh, das war krass, ey. So. Schön zur Hexe, die schöne Melonensaft hier. Und für mich die Enzine. Alter. Moment mal. Nur Münzen? Ich will auch nie einen Hexer fallen. Bam! Huh! Geil! Das war doch mal was hier. Sichern und weiter. So, und jetzt haben wir eigentlich ja diese Welt abgeschlossen. Aber es fehlen ja eigentlich noch diese zwei Bonus- Inzinien. Einmal für die 100 Münzen und einmal eigentlich für die roten Münzen sammeln mit. Und diese Welt hat uns Mario Morgana doch gar nicht unser Dreck weggeklaut, oder? Ich kann mich nicht jedenfalls nicht erinnern. Ja, wir können ja nochmal. Naja, gucken wir nicht. Wie gehabt. Wir haben das Level abgeschlossen. War ganz schön schwierig hier, dieses Melonenrennen oder wie das hieß da. Aber es war ja eigentlich zu erwarten, dass die Melone am äußersten Ende ist und du die runter nehmen musst. Das war eigentlich klar. Hätte ich auch gleich hingehen können. Aber naja, wir haben es ja geschafft. So lange hat es ja nicht gedauert. Ich dachte eigentlich, ich hänge da ein bisschen länger. Aber naja, wir haben es hinbekommen. Und das ist doch ein guter Abschluss hier für diesen Part. Und ja, dann werden wir im nächsten Part erstmal die 100 Münzen Challenge machen. Ja, ich weiß zwar nicht, aber wir müssen es hier machen und dann wahrscheinlich eine neue Welt erkunden. Beziehungsweise wir gehen mal zu diesem Bowser-Boot da. Denke ich mal, das ist unser nächstes Ziel, nehme ich mal an, weil ein anderer Schleimplatz ist ja jetzt nicht entstanden hier. Dann wird, denke ich mal, das nächste Ziel dieses Bowser-Boot sein. Aber dazu im nächsten Part mehr. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier zuzusehen und ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Abonniert mich, wenn ihr auch die anderen Let's Plays schauen wollt und immer auf den neuesten Stand bleiben wollt. Ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Kommentar kriege ich ja nicht zu wenig, sage ich mal. Ich bemühe mich auch immer, alle zu beantworten. Noch geht das ja. Aber, ne. Ich hoffe, es kommen ein paar mehr Leute dazu. Man hat ja schon eine kleine Community aufgebaut, worauf ich sehr stolz bin. Ja. Grüßt euch alle, die das Video schauen. Und dann bleibt nichts weiter zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Gut jetzt. Und damit Retro Juli out.